Oft wird ja in den Medien über die großen Konzerne gesprochen. Kommt der Mittelstand zu kurz in der gesellschaftspolitischen Diskussion? Naja, ich erlebe es eigentlich so, dass natürlich sind große Konzerne sind immer mehr im Fokus. Es ist ein Unterschied, ob jetzt bei einem Unternehmen mit 120 Mitarbeitern eine wirtschaftliche Schwierigkeit gegeben ist oder ob der Lufthansa die Puste ausgeht. Das ist schon klar. Aber die Summe der mittelständischen Unternehmen, die Summe der Beschäftigten, die Summe der Wertschöpfung des Mittelstands ist ungleich größer in unserem Land als die der Konzerne. Und das ist in Deutschland etwas Besonderes. Das hat uns auch besonders stark gemacht, diese Diversifikation über alle Branchen in einem Land, was nicht nur von einigen wenigen Konzernen wirtschaftlich abhängig ist, sondern von einer ganz breiten Mittelschicht. Wirtschaftlichen Mittelschicht in diesen mittelständischen Unternehmen. Und wenn das wegbricht, dann geht auch Stabilität verloren. Warum sind wir immer schneller aus Krisen gekommen als andere Länder? Weil ein mittelständischer Unternehmer, der denkt nicht nur in Quartalszahlen, der kennt im Zweifel seine Mitarbeiter, der hält länger an denen fest, setzt sie nicht gleich frei, sondern der denkt in der Generation seiner Familie, der das Unternehmen gehört. Und das führt auch dazu, dass man eben nicht gleich sagt, okay, die Aktionäre meckern, also muss ich ganz schnell handeln, sonst fliege ich raus. Es ist mehr Stabilität da. Und wenn das verloren geht, weil die mittelständischen Unternehmen nicht mehr wettbewerbsfähig sein können am Standort Deutschland, dann geht ein Stück Stabilität in Deutschland für den Wohlstand verloren und damit auch der Wohlstand selbst. Und genau das, da sind wir mittendrin. Ja.